Davon sehen wir später noch mehr, Christoph. Wo hast du eigentlich zum ersten Mal von Steelport Street gehört? Schön, dass du das endlich fragst, Walter. Das war in der Dokumentation über meinen berühmten Großcousin vierten Grades. Leben und Werk des Markus Becks. Genau. Der völlig zu Recht in Vergessenheit geratene Autor, ein gewisser Speck, behauptet dort in Kapitel 15 Folgendes. Lars, können wir den Audiotrack A mal hören? Lars? Ob wir wohl mal den Audiotrack A... Audiotrack A. Mach ich doch gerne. Im März 1985 gründete Jörg Merzbusch aus ehemaligen Mitgliedern des WHG-Schulorchesters die Country Regal und Western Hagen Formation Steelport Street. Wenig später stießen auch Markus Becks und Lars Malitzer dazu. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Typisch für Specks miserable Recherchen. Nicht 1985, sondern bereits 1885 wurde Steelport Street gegründet und nicht in Werne an der Lippe, sondern in Dienstlaken in der Schweiz. Und auch nicht von Jörg, sondern von Johann Jakob Merzbusch. Unerhört. Ja. Hast du mal Kontakt mit dem Autor aufgenommen? Versucht, Walter. Leider war Leben und Werk des Markus Becks hier ein totaler Flop und hat ihn finanziell völlig ruiniert. Ey, verpiss dich da! Mit euch Becks Arschlöchern will ich nichts mehr zu tun haben! Lass mich bloß in Ruhe! Thank you! Immerhin hat er dich doch noch zur Coverband Tin Pan Alley gebracht. Richtig, Walter. Da hat er in besseren Zeiten mal mitgespielt. Wie unbekannt Steelport Street ist, zeigt ein Versuch. Dazu schalten wir jetzt zu Dr. Heinz Google, dem Erfinder der gleichnamigen Suchmaschine. Herr Dr. Google, wenn man den Begriff Steelport Street in Ihre gleichnamige Suchmaschine eingibt, wie viele Treffer erzielt man dann? Ich simuliere das mal in Echtzeit. Die Suche nach Steelport Street als Gesamtbegriff führt zu keinem Treffer in meiner gleichnamigen Suchmaschine. Enttäuschend. Sucht man hingegen weltweit nach Steelport Street als einzelnen Worten, haben wir stolze 3,88 Millionen Ergebnisse. Danke, Herr Dr. Google. Aber das Die Suche nach Steelport als Begriff dagegen ergibt 174.000 Treffer. Aufgelöst finden wir nach Eingabe von Steel und Pot 11.900.000 Einträge. Ja, danke schön, vielen Dank. Ich fasse das hier mal zusammen. Das Internet hält keinerlei relevante Informationen. Gibt man stattdessen Streetpot als Gesamtes in meine gleichnamige Suchmaschine ein, findet sich immerhin noch 41.900. Keinerlei verwertbare Informationen bereit. Alles, was wir haben, ist dieses übersichtliche Werk hier. Nearly the whole true story about Steelport Street. Bei den Hörbeispielen sieht es auch nicht viel besser aus. Immerhin können wir Ihnen einen längeren Ausschnitt von Chattanooga Choo Choo präsentieren. Für Chattanooga Choo Choo gab es seinerzeit die erste goldene Schallplatte überhaupt. Für Steelport Street. Ah, für Tin Pan Alley. Für Glenn Miller. Thank you. Bekannt ist vielen auch die deutsche Fassung Sonderzug nach Bangkok von Christian Anders aus dem Jahre 1983. Hier aber das Original von Steelport Street. Die Aufnahme stammt aus den sehr, sehr, sehr frühen 20er Jahren. Lars, bitte mal die Audio B. Was? Die Audio B. B wie bitte. Mach doch gerne. Ist die Steelport Street-Version von Chattanooga kein Erfolg geworden? Ich denke, die Bläser fehlen. Keine Bläser.
Das hat Glenn Miller erkannt. Es sind keine Bläser dabei. Wir wollten später auch Bläser dazunehmen. Halt die Schnauze, du Arschloch! Was hat es mit diesem geheimnisvollen Track 29 auf sich? Im Dienstlakener Hauptbahnhof gab es meines Wissens nie ein Gleis 29. Es gibt da die Theorie der versteckten Botschaft. Dass Chuchu als onomatopoetischer Ausdruck eines Blow-ups, einer Explosion. In den deutschen Seiten finden sich 559 Treffer für onomatopoetisch bei Eingabe in meine gleichnamige Suchmaschine. Yoko Ono, die hat Steelpot Street auseinandergebracht. Eine riesige Gasexplosion mit 29 Toten. Boy, you can give me that shine. Der Schein gleißenden hellen Lichts, Explosion oder Ewigkeit. Track 29, der Tod sieht 29 von dannen. Man hätte Bläser dazu nehmen sollen. Absoluter Unfug. Wahrscheinlich hat nur der Tontechniker Track 29 gerufen. Take 29. Aufnahme 29. Aufnahme 29? Mach doch gerne. Nein, nicht jetzt, Lars. Abschalten. Was?